Ihr habt Meister Urias gerettet. Ihr beschämt uns Runenkrieger. Lasst gut sein, Ritter. Öffnet das Tor. Natürlich, wie ihr wünscht. Öffnet das Tor! Auf mein Kommando! Schnell! So. Folgt mir! Es tut gut, wieder mit euch zu kämpfen, Urias. Wie ich sehe, habt ihr den Orden wieder aufgebaut. Es sind kaum mehr als ein paar Handvoll Ritter, die ich habe, Freund. Aber der Brief von Darius klang ernst genug, um nicht allein zu kommen. Habt ihr schon einen Hinweis, wo Darius sein könnte? Wir haben die gesamte Küste nach ihm durchkämmt. Er war nirgends zu finden. Nur eine Grabstätte konnten wir nicht untersuchen. Eine Kreatur schleicht dort herum. Der mächtigste Untote, den ich je gesehen habe. Er verteidigt das Grab und schickt seine Schergen immer wieder gegen uns. Und sobald sie einen der unseren erschlagen haben, gehört der Kreatur seine Seele. So wird jeder Erschlagene ein neuer Untoter in den Reihen des Grabwächters. Nur das Licht Aonirs kann die Seelen wieder befreien und in ein neues Leben zurückrufen. Wer den Ring des Gottes trägt, dessen Schwert ist gesegnet und wird den unheiligen Bann brechen. Wir müssen Aonirs Ring wieder erlangen, bevor wir bis zu der Grabstätte vordringen können. Mein bester Leutnant trug ihn, aber er ist gefallen. Wir müssen nach Süden. Dort liegt mein armer Leutnant. Nehmt dort den Ring an euch, dann könnt ihr vielleicht der Flut der Gegner ein Ende setzen. Ja. Gut, hier öffnet sich, hier noch nicht. Wir können erst einmal die Kisten plündern. Oh, und wir haben jetzt ein paar mehr Ordensritter. Jawohl! Auf meinem Befehl. Einsatzbereit, Gebiet sichern! Die brauchen wir aber jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit nachlaufen. So, Kisten haben wir alle geplündert. Gucken wir mal, was haben die Händler so? Ich will den Phönixstein verkaufen. Das ist alles vorbei. Der Zauber verkaufen. Du hast Zauber im Angebot. Er hat Zauber, das sieht man dir auch schon an. Du siehst auch wie eine Magierin aus. Du auch. Ah, Elementalmagie war fast zu erwarten bei der grünen Robe. Und du bist eine Weißmagierin, oder? Mhm. Ja, brauchen wir alles nicht. Du bist der Dunkelmagier. Du hättest einen Adelsbogen für uns, den wir sowieso schon haben. Von daher nicht so wichtig. Du siehst wie eine schwere Rüstungshändlerin aus, hast aber nur einen elfischen Ebenholzbogen. Ah. Eigentlich nur Waffen. Waffen und Magie, was wir hier kriegen, oder? Ja. Der hier hat schwere Waffen. Nee, der hat leichte Waffen. Gucken wir mal kurz. Die dunkle Sichel hat 10 bis 18 Schaden. Unser Schwert hat 10 bis 17. Ja. Gut. Gab aber, ich habe jemand mit einer dunklen Sichel hier. Nee, das ist das Seelenschwert. Gut, okay. Gebt das Zeichen! Hier, sofort! Das heißt, wir können uns mit der kleinen Gruppe bewegen.
Wir können nicht nach Norden. Leider, um an... Folgt mir! Bereit für den Kampf! Offen halten! Um ans Heldenmonument zu kommen. Sind auf Feinde gestoßen! Erwarte Befehle. Feindkontakt! Auf mein Zeichen! Verstärkt die Verteidigung! Auf meinen Befehl. Feindkontakt! Okay, eigentlich, wenn sie Urias hauen, ist das nicht ganz Vorsicht, so schlimm. Vorsicht! Sie sind hier! Bereit! Wenn sie meine Leute hauen, ist das doof. Wenn sie mich hauen, ist es auch nicht so schlimm. Feindkontakt! Erwarte euer Kommando! Gebt das Bin Zeichen! Bin unterwegs! Wie gesagt, Urias können sie ruhig hauen. Urias kann ja nicht sterben. Und Urias ist auch recht tanky. Auf mein Schnell. Zeichen! Sofort! Vorsicht! Bringen wir es zu Ende! Auf meinen Befehl. Vorwärts. Für die Freiheit. Okay, so wie es aussieht. Sind auf Feinde gestoßen. Jawohl. Verstärkt die Verteidigung. Führt hier einen Weg nach oben, zurück zur Base. Gebt das Zeichen. Sind auf Feinde gestoßen. Bleibt standhaft. So, erstmal die ausschalten, dann können wir zurück hier den Ring holen. Sind auf Feinde gestoßen! Auf meinen Befehl! Vorsicht! Oh, aber so wie es aussieht, respawnen die Gegner auch einfach wieder. Auf meinen Befehl! Schnell! Okay, dann holen wir sofort. Jetzt erst einmal den Ring. Und man sieht, sie respawnen von da oben. Daher holen wir den Ring in der Hoffnung, dass dann hier aufgeht. So, Arnirs Ring. So. Da liegt mein Leutnant. Er war ein guter Mann. Verdammt sollen sie sein! Hier, sofort! Ihr müsst den Ring an eurem Finger tragen, damit er wirken kann. Ja. Das ist die obere Quest. Oh, Stufe 19.
Ja, ich brauche Stärke, ich brauche Geschicklichkeit, ich brauche Wendigkeit, Weisheit und Charisma. Stärke 70. Ja. Habe ich große Heilungsstufe 6? Ja, habe ich. Also geht erst einmal ein Ding in Heilung. So. Dass wir eine etwas bessere Heilung haben. Ja. Vorwärts. Sofort. Mir nach. Oh, ach so, ja, ich soll... Folgt mir. Ich soll den Ring ja anlegen, aber ich wollte ja auch die Quest. Nun, da Kommandant... Also, kehrt mit Urias zum Lager der Ordensritter zurück. Nun, da ihr Kommandant gerettet ist, werden die Ordensritter hoffentlich die Tore des Lagers öffnen. In der Sicherheit des Lagers könnt ihr dann weitere Pläne schmieden. Findet die Überreste des Leutnants im Südwesten, bringt Aranias Ring in euren Besitz und legt ihn an. Sucht im Südwesten nach dem gefallenen Leutnant des Ordens und nehmt dessen Ring an euch und legt ihn an. Solange ihr den Ring tragt, könnt ihr mit euren Waffen die Seen aus der Gefangenschaft des Lichtkönigs befreien. Wer hat Arthas eingeladen? Ja, zerstört die Lager der Untoten im Südosten. Die Untoten haben sich von... der seltsamen Grabstätte aus über die ganze schwarze Küste ausgebreitet. Ihr müsst ihre Lager zerstören oder sie werden die Ordensritter überrennen. Vielleicht findet ihr in ihrem Lager in ihren Lagern einen Hinweis auf Darius. Ja, ich muss den da jetzt anlegen. Ja, welchen lege ich ab? Er den Weltenring. Und los! Bereit für den Kampf? Ja. Vorwärts! So, ich hoffe einfach mal, dass das den Instant Respawn jetzt stoppt. Vorsicht! Sie sind hier! Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht! Bereit für den Kampf. Offen halten. Ihr habt eine Seele befreit. Kämpft! Achtung! Also ja, erstmal da den Berg hoch. Feindkontakt! Oh, wir kriegen neue... Oh, ja. Jeden, den wir... Vorwärts! ...retten, also jeden Gegner, schnell, den wir töten, bringt uns einen neuen Ordensritter ein. Mir nach! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Feindkontakt! Sind auf Feinde Einsatz gestoßen. Bereit. Feindkontakt. Erwarte euer Kommando. Erwarte Befehle. Ja, langsam kriegen wir eine Armee zusammen. Vorsicht! Feindkontakt! Hat aber auch den Nachteil, wir kriegen keine Erfahrungspunkte durch die Gegner.